Also es gibt zum Beispiel auch viele Leute, die, wenn wir OER diskutieren, so sagen, das muss ohne Schulbuchverlage ablaufen. Und das ist utopisch. Also es wäre auch dumm, ungefähr, das jetzt auch so zu machen. Erstens mal, was die Ressourcen angeht, und zweitens mal sind da so tolle Sachen, die, wo ich überhaupt kein Feindbild aufbauen will. Warum sollte ich das tun? Es ist tatsächlich kritisch zu diskutieren, was die so machen und was sie so nicht machen, klar. Aber genauso gut ist es auch überhaupt nicht zu Ende gedacht, sozusagen, was diese freie Bildungsmaterialienwelt da probiert. Und das soll ja auch flüssig bleiben, indem es sozusagen sich verändern kann, was Hochschullehrer machen, was Dozierende machen, was Lehrerinnen und Lehrer machen, ist, dass sie sich Materialien nehmen. Sie nehmen sich ein Buch, sie nehmen sich ein Video, sie nehmen sich das und sie mixen ihre Materialien zusammen. Das machen die, seit es Schule, seit es Hochschule gibt, sowieso. Also wir erinnern uns alle an die zusammengeschriebenen, gestellten Arbeitsblätter, die es so in der Schule gibt oder auch in der Uni. Das machen wir und das ist sozusagen eine positive Effekt, den Bildung hat, indem ich sozusagen als Lehrende meinen Schülern etwas Passgenaues gebe, indem ich weiß, die brauchen das anders. In dem Schulbuch ist es so abgebildet, aber ich nehme lieber noch das dazu und so weiter. Das ist sozusagen dieses Grundprinzip, was Bildungsmenschen sozusagen mitbringen, indem sie sich zu eigen machen und für ihren Gegenüber passgenau. Jetzt kommt das Digitale dazu und da wird es schwieriger. Auf der einen Seite wird es einfacher, weil die Werkzeuge einfacher sind, wir können damit besser hantieren. Es wird aber schwieriger, was das Rechtliche angeht. Weil plötzlich geben wir es ins Internet und damit sozusagen in die Öffentlichkeit und per se ist es nicht mehr erlaubt, diese Materialien zu remixen. Und da ist eine riesengroße Kluft zwischen dem, was ich machen will und was ich machen kann und dem, was ich tatsächlich machen darf. Ideal wäre, dass jede Lehrkraft, jeder Hochschullehrer und so weiter seine Sachen zur Verfügung stellt und sagt, ihr dürft es jetzt auch benutzen. Da hängen Rechtsunsicherheiten, also Unsicherheiten, was das Recht andran, aber da hängen auch Unsicherheiten dran, die damit einhergehen, dass ich damit zeige, wie ich arbeite und mit was ich arbeite. Und dieses Teilen dieser Ressource bedeutet ja auch gleichzeitig, dass ich mich selber ein Stück weit preisgebe. Das ist für viele kein Problem, weil sie denken, ich habe auch was davon, indem ich andere Sachen nutze. Aber für viele ist es ein großes, großes Hemmnis. Das sind nämlich vor allem die jungen Menschen, die selbstverständlicher mit diesen Möglichkeiten und den kommunikativen Möglichkeiten von digitalen Medien umgehen, indem sie selbstverständlich Dinge ihren Freunden zum Beispiel zeigen, indem sie es teilen und so weiter. Also da anzusetzen und beispielsweise ganz verstärkt auf Projekte oder Vorhaben zu setzen, indem man Schülerinnen und Schüler an diesen Prozessen teilhaben lässt, indem man sie zum Beispiel selber in die Verantwortung bringt, mach das doch mal selber, indem du deine Ressource zum Beispiel selber gestaltest und so weiter. Weil ihnen, so jedenfalls die Hoffnung, fällt es ein Stück leichter, sich an dieser Kultur des Teilens zu beteiligen, als Menschen, denen es sehr, sehr schwer fällt, weil sie die ganze Zeit in Arbeitsprozessen alleine sind. Also für sie ist das ja ein Riesensprung, kollaborativ zu denken, im Sinne einer Online-Kollaboration.